Machen wir mal, dann kommen wir zu der nächsten Folge des Spielerkarrieremodus. Misserfolgen. Und ja, wir sind wieder Sechster, weil Aue wieder unentschieden gespielt hat. Aber heute spielen wir wieder gegen Arminia Bielefeld in der Hinrunde 3-3. Und heute vielleicht ein Sieg. Aber mit einem Punkt wäre ich auch zufrieden. Also, hier seht, hier stand ja auch nochmal. Hier. Beide Teams wollen mehr als einen Punkt, ja, ist einfach so. Und ja, Leute, quatschen wir nicht lange und gehen ins Stadion. Leute, da sind wir in Saarbrücken angekommen. Schneespiel. Auf geht's. Gegen Arminia Bielefeld. Auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. In der Hinrunde hatten wir 3, glaube ich, vorne gelegen. Und dann 3-3. Also. Ja, vielleicht. Na, er findet die Lücke leider nicht. So, Stahl. Oh ne, langer Ball nach vorne. Auf Suko. Und es gibt Abstoß nach. Es gibt doch eine Ecke. Oh ne. Ecken und Braunschweig gefährlich. Aber wir sind da zum Glück. Ich bleib drauf. Perfekt. Und wir verlieren wollen. Und das ist ärgerlich. Oh, und da hat's fast geklingelt. Also hier müssen wir echt sehr, sehr aufpassen. Kopfballduell verliert er. Timmy, ja. Gut. Komm. Aufpassen. Aufpassen, 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 da ist alles frei. Die Abwehr ist da. Die Abwehr ist da, zum Glück. Und nein, weil ich direkt gepasst habe. Das war nicht gut. Ich muss hoffen, dass meine Abwehr was regelt. Ja, machen sie. Wieder Ecke. Also, die Ecken nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Jetzt kann ich mal ziehen. Jetzt kann ich ein paar Meter machen. Und wie? Ah, bei Laurenz ist er vorbei. Schade. Und der hatte was dagegen. Der ist weg. So sieht's aus. Einwurf. Von rechts. Oh, aufpassen. Oh. Okay, jetzt. Komm, schick ihn. Perfekt. Sau stark. Komm. Da kommt der Pass, aber wieder nix. Schade. Er hätte einfach direkt flanken müssen zu Buch raus, aber. Ja. Macht er auch nicht. Okay, das ist abseits. Also ich hatte ihn jetzt eigentlich nicht so abseits verdächtig gesehen. Oh ja. Perfekt. Und ich verkacke den Trick. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich überlaufe und da ist das 1-0. Jawohl. Der sollte eigentlich auf mich gehen, aber er geht auf die Nummer 2 zu, glaube ich. Bösel war es. Da sehen wir es nochmal. Da check mache ich und dann bam. Es ist Bösel, jawohl. Wir liegen wieder gegen Arminia Bielefeld vorne. Sau, sau stark, Jungs. Weiter so. Und Union für, nee, Düsseldorf führt. Das ist irgendwie schon gut, weil damit verkürzen wir den Abstand zu Union.
Aber dafür, ja, hat Düsseldorf wieder die Punkte auf dem Kasten, so, also, oh ja, ist sehr, sehr stark gesehen. Hier. Nein, oh Digga, ich muss einfach nur besser werden. Und ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Nein, mit der Einzelführung. Durchaus, ja, verdient. Kann man das eigentlich nicht so sagen. Aber mal schauen. Und da ist 2-0. Na gut. Ich glaube mal, das kann Union, glaub ich, gar nicht mehr aufholen, so, weil. Weiß ja jetzt nicht, wie sie spielen, so. Und Eriksen bestätigt den Wechsel nach Real Madrid. Okay. Aber uns ist eigentlich egal mit Union, wenn sie verlieren. Wichtig für uns auf jeden Fall. Aber nicht so, nicht so. Da ist der Ausgleich. Gebauer macht's. 1-1 in Saarland. Das ist echt verdient. Oh ja. Ach nee, er hält mich fest. Das kann nicht wahr sein. Oh, Mann. Ärgerlich, da wollten wir direkt die Antwort geben. Aber hat nicht so geklappt. Ja, wo geht? Also, jetzt fällt ich hier nach. Oh ja. Und jetzt muss er eigentlich nur laufen. Macht er auch. Und er muss einfach nur rüberstecken. Und ey, Schiri! Das muss ein Elfmeter eigentlich sein. Oder nicht? Also. Da ist die Lücke und da ist das 2-1. Und das mit einem schwachen Fuß. Jawohl. Und es geht. Ich weiß gerade gar nicht, wer geht. Aber wieder führen wir gegen Arminia Bielefeld. Ist auch stark. Und das mit dem schwachen rechten Fuß. Ah, der Willkommen für Jakob. Jakob darf sich verabschieden von dieser Partie. Aber er hat eigentlich auch gut gespielt jetzt. Also. Ja. Bielefeld, was machen sie jetzt? Also, Braunschweig ist schon hart gewesen. Also, sind wir, glaube ich, zweimal im Bridgejump geraten. Sind zweimal stark zurückgekommen. Gut, beim zweiten 2-0, beim 2-1 auf jeden Fall. Also zum 2-2. Ach, schade. Zu steil. Ja. Schiplock kommt. Auch ein richtig erfahrener Stürmer, also was der schon so alles für Bielefeld gemacht hat. Ja. Ob es hier im FIFA auch so sein wird. Für die letzten 5 Minuten plus vielleicht 2 Minuten Nachschlag. So, und jetzt oben raus. Oder direkt auf Guras raus. Guras pratzt den Ball einfach rüber. Schade. Und her kommt für Guras. Die letzte Minute ist angebrochen von der regulären Spielzeit.
Und meine Abwehr ist wieder da. Und ich kann ihn nicht festhalten, festmachen, aber Schiri kann jetzt auch abpfeifen, wir sind schon eine Minute rüber. So sieht's aus, Leute, der Schiri pfeift ab und sind die wichtigen Punkte gegen Bielefeld. Da sind wir wieder in Saarbrücken angekommen. Heimspiel gegen Bochum. Schneespiel angesagt. Wieder mal. Oh ja. Man sieht direkt, dass wir auf 3 Punkte gehen wollen. Ey, jetzt unten. Oh, zu viel getribbelt. Oh nee, das kann nicht wahr sein. Warum? Ah, das muss ich echt sehr, sehr oft unterlassen. Also sehr, sehr viel sogar. Immer dieses Gefummel von mir, das ist auch nicht gut. Was meint ihr? Außer da findet sich eine Lücke, so wie hier. Und da ist das 1-0. Bam. 90 Spielminute. Sau stark. Und ja, mit 4 Punkten sind wir hinter Union. Also wenn die jetzt nochmal patzen sollten, dann sieht es schon kritisch aus mit denen. Und mit 2 Punkten sind wir einfach hinter Darmstadt. Also, ich hätte echt nicht erwartet, dass ich da oben mitspielen darf überhaupt mit Saarbrücken. Das Ärgerlichste ist, dass man einfach in der 120. Jahr im Pokal in der ersten Runde rausgeflogen ist. Weil ich wäre schon gerne weitergekommen. Aber ja, kann man jetzt nichts dran ändern. Und da ist der Ausgleich. Okay. Oh, schöner langer Ball. Was macht er denn? Oh mein Gott, er konnte auch einfach alleine machen. Oh Mann. Perfekt. Och komm, der Pass kommt einfach nicht durch. Einfach stören. Nein, jetzt muss ich aus dem Abseits raus. Es war natürlich die falsche Idee, in die Mitte durchzulaufen. Perfekt. Was macht ihr jetzt? Oh, ey! Endlich mal. Topspin. Der kommt. Ne, hör mir auf. Was war das denn? So ein schlechter Freistoß von mir. Den habe ich noch nie. Also sowas habe ich ja schon oft gemacht, aber damals war es doch die falsche Idee. Entscheidung, besser gesagt, direkt zu schießen. Also Bochum hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Transfers und neue geholt. Also die meisten kann ich echt hier nicht. Perfekt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ah, warum denn hoch? Du bist so ein Idiot. Oh, sorry, dass ich sowas jetzt sagen muss, aber es ist echt. Ich habe noch nie mal einen Pass oder so gemacht, aber komm. Guras, besser machen. Komm. Oh, geil. Halbzeit. Wir sehen uns gleich wieder. So, starten wir rein. Let's go. Düsseldorf liegt wieder vorne.
Also da, also wenn sie weiter jetzt siegen, dann kann ich auf jeden Fall vergessen, dass ich hinter dem bleib und dann vielleicht doch noch Relegation spielen muss. Also es wäre mir eigentlich so relativ egal, ob ich Relegation spielen würde, weil in dieses FIFA habe ich noch nicht einmal Relegation gespielt. Aber sonst spiele ich eigentlich jedes FIFA-Teil Relegation. Deswegen hoffentlich vielleicht in Saarbrücken Relegation. Nochmal zwei extra Spiele zu haben. Und dann vielleicht gegen Werder oder so. So gegen heftigen Bundesliga-Club. Jetzt. Perfekt. Perfekt, und jetzt kann ich auch durchlaufen. Und das mache ich. Und da ist das 2-1. Doppelpack. So einfach geht's. Und jetzt wieder bitte nicht so doof die Lücke da öffnen in der Mitte, dass ich durchkomme. Das wäre sonst echt ärgerlich. Gibt Ja. es wieder ein Schade. Riesenangebot im Fanshop. Nur heute gibt es bis Spielende das aktuelle Saisonangebot ganzes 9 Euro Okay. günstiger. Das ist ein Sündig mit MDE-Lizenz. Ah, guck mal. Komm, lass ihn einfach kommen. Das ist schon mal nicht gut. Stark. Oh, nee. Wer einfach rumliegt. Und Doline kommt rein. Also ich hatte ihn auf jeden Fall drin gesehen. Jakob gilt für die Welt wieder. Der Pass kommt nicht an. Schade. Und da ist das 2-2. Och nee, Holtmann. Gerade angesprochen und dann klingelt's. Oh ja. Oh ja. Und da ist nicht der Dreierpack. Der Pfosten hat was dagegen. Oho. Nee, ey, das kann nicht wahr sein. So schön rausgespielt. Und dann hat der Faust was dagegen. Ach man. Worum wechselt aus? Eisfeld kommt. Ah, ich bin da. Oder nicht? Oh, stark. Bochum 2-0. Ah, das ist auf 2-0. Damit ist es hier ebenfalls wieder gelaufen. Ey! Komm, Schiri. Kann auch pfeifen, ne? Oh, noch mal langer Ball. Vielleicht ja jetzt noch mal. Vielleicht ja jetzt die letzte Aktion. Vielleicht jetzt die letzte Aktion. Ich mache alleine und da ist das Ding. Dreierpack. 90. Spielminute. Jawohl. Und Bösel wird ausgewechselt. Ist das jetzt die Entscheidung? Fragezeichen. Kommt, jetzt macht keinen Faxen. Schiri, pfeif ab. Pfeif ab, Leute. Was ist das? Jawohl! Leute, wir sehen uns im Menü wieder. Menü. Wir bleiben Fünfter. Sind aber punktgleich dafür mit Düsseldorf, nee, mit Darmstadt. Und der nächste Gegner ist einfach der KSC. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat,
Dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.